Nochmal, das war nicht gut. Bitte schon Deluxe, der satirische Wochenrückblick. Aber das Mal haben wir keinen Rückblick auf die Woche vorbereitet, sondern einen Rückblick auf die zweite Staffel vom Weekly. Wir haben ganz viele Outtakes und Making-of-Sequenzen gesammelt, die wir jetzt einfach alle mal zusammengeschnitten haben. Ich hoffe, dir gefällt es. Viel Spass und genieß es. Was wirst du mitnehmen, wenn du von einer einsamen Lulule? Können wir nochmal anfangen? Mehr lachen. Hure Freude! Der satirische Wochenrückblick. Wo ich da. Eine ganz kleine Nebel. Das ist, glaube ich, ganz. Okay. Du siehst, auch bei uns klappt bei weitem nicht immer alles gerade auf Anhieb. Und beim gefühlt 500. Mal kann es dann schon sein, dass bei allen Nerven langsam ein bisschen blank klicken. Trotzdem macht es mir und ich hoffe auch am restlichen Team großen Spass, die Videos zusammen zu produzieren. Was mir am besten gefällt an der Beta-Show sind, oder jetzt beim Weekly, sind eigentlich die Aufnahmen jede Woche. Weil wir einfach, obwohl wir es immer wieder hier machen müssen und immer wieder neu müssen anfangen und es wirklich ein langer Prozess ist, bis da wirklich alles so sitzt, bis dort der Humor und der Witz nie verloren geht und wir so eine gute Zeit haben miteinander. Und das gefällt mir wirklich am allerbesten. Tod jetzt die Arbeitslosigkeit für den USA-Korrespondent. Okay, es ist nicht gut, ich habe mich mehrfach versprochen. Grundsätzlich ist die Forderung von Warner Music aber gar nicht so illegitim. Mit meiner Kollegin Desiree. Ich habe mich gerade selber nicht ernst genommen. Gründer. So ein Hurensohn. Draussen noch immer. Ja, was bist du für ein? Nein, das war nicht ich. Danke. Wo noch schlimmer Scheiße sind wie der Brexit. Fuck! Ich habe Telegram dort, danke schön. Oh, du bist etwas langsam gesehen. Ein bisschen schneller, Mann, ich habe es nicht gesehen. Und darum habe ich den Text verloren, weil ich die Augen zugemacht habe. Entschuldigung, nochmal. Ich finde es immer speziell ein cooler Moment, das perfekte, oder zumindest fast perfekte, Endprodukt in Form des aktuellen Weekly zu sehen. Ich möchte mich an dieser Stelle auch bedanken bei dem ganzen Team, das hinter der Kamera ist, am Schneiden, am Grafiken machen, am Witz schreiben. Es ist unglaublich viel Arbeit, die dort geleistet wird. Freiwilligenarbeit auch, die einfach nur so passiert, weil sich Leute dafür interessieren. Und ich hoffe mega fest, dass wir etwas Schönes so in die Welt bringen und die Leute zum Lachen bringen. Und das ist eigentlich das, was mir so Freude macht an diesem Projekt. Aber überzeug dich selber. Hier findest du ein altes, fast perfektes Video von uns. Und lohnt es hier auch gerade ein Abo da, damit du in Zukunft nichts mehr von uns verpasst. Ah! Wieso die beste Seite vom Kaffee?